اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hört ihr mich? Ihr hört mich, Alhamdulillah. Bevor ich mich für den Weg der Wahrheit bekenne, der für mehrere vielleicht eine Enttäuschung sein wird, oder nicht, auch nicht, weiß man nicht, werde ich euch, inshallah, alle ansprechen. Ich werde erstmal die lieben Schiiten ansprechen und danach machen wir 10 Minuten Pause, wird inshallah die Gelegenheit gegeben, dass jeder sich dafür äußert, oder also für 10 Minuten. Und danach, inshallah, werde ich die Sunniten ansprechen. Und zum Schluss werde ich mein letztes Wort dafür sagen, wofür ich mich heute bekennen werde. Ich habe kurz im Internet reingeschaut nach dieser Woche, nach dieser sehr schweren Woche, die ich hinter mir habe. Ich bitte euch nicht mehr schreiben, also ich würde sagen, bitte nicht mehr schreiben. Also ich bitte euch um eine Selbstbeherrschung. Inshallah wird es euch alle gut gehen. Es ist kein Weltuntergang. Vielmehr ist es ein Erlebnis, was uns alle nutzen wird, inshallah. Ich habe vor kurzem die Möglichkeit bekommen, im Internet reinzuschauen, habe ich mir die Kommentare durchgelesen und bin ich ganz ehrlich gesagt von vielen Schiiten sehr enttäuscht, die irgendwas gehört haben, was sie nicht abkonnten. Ich habe noch nie so einen Angriff auf die Sahaba gesehen wie jetzt, als ob irgendwas passiert wäre, was sie dazu zwingt, sich so zu benehmen, die Sahaba so anzugreifen, zu verfluchen, zu schmähen, zu minderwertigen, als ob die Sahaba wirklich die Feinde Gottes gewesen wären. Ich habe mich gefragt, was zwingt so ein Mensch dazu, sich auf diese Art und Weise zu äußern? War das überhaupt dieser Schock, der sie dazu gebracht hat? Oder sind sie so großgezogen? Das Zweite denke ich nicht, weil ich kenne die Schiiten. Und wenn ihr mich früher beobachtet habt, dann könnt ihr schon merken, dass ich nirgendwo mich so geäußert habe. Und ich habe immer meine Anhänger früher gesagt, dass sie sich wirklich nicht so äußern dürfen. Denn diese Menschen sind gestorben. Und wir begehen zwei große Sünden. Die erste Sünde ist, dass wir eine Namima begehen. Die zweite Sünde, diese Namima sind gegen Menschen, die sich nicht wehren dürfen oder nicht wehren können, weil sie tot sind. Also ich bitte die liebe Sunniten und Schiiten, sich zu beherrschen. Ich lese hier wirklich schreckliche Sachen über Rafida und hört ihr mich? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Leute, hört auf zu schreiben. Hört auf, bitte zu schreiben. Okay, alles klar. Ich sehe schon. Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch.
Bitte, also erstmal entspannt euch alle. Liebe Schiiten, ihr seid jetzt, ja, ein Video, inshallah, kommt. Da kommt, inshallah, ein Video darüber. Und dann wird jeder das mitbekommen, der vielleicht heute nicht dabei ist. Einfach ein Video bei Al-Batul. Das dauert, also Video reinzuposten bei Al-Batul, dauert das. Also deswegen haben wir vorgenommen, dass ich hier euch alle beruhige, weil das wird so rumgeschrieben, also viele Sachen, die überhaupt nicht stimmen über mich. Und viele Gerüchte werden verbreitet. Und deswegen will ich das heute klarstellen, inshallah. Bist du Sunni oder nicht, Hamza? Al-Bait, macht doch eine Sprachaufzeichnung bei YouTube. Alles klar. Khair, inshallah. Ich danke euch für eure Ratschläge. Und deswegen, wenn ihr mich jetzt hört, ich führe fort, inshallah, wo ich aufgehört habe. So seid ihr alle, inshallah, ihr hört mich, ja? Ihr könnt mich hören, ja? Okay, khair, inshallah. Sehr gut. Warte ich, okay, alles klar, inshallah. Malik al-Ashtar, khair, inshallah. Das, ihr werdet alle, inshallah, das bekommen, worauf ihr gewartet habt. Also, liebe Schiiten, wie gesagt, ich möchte euch jetzt ansprechen aus dem Koran. Also wirklich aus dem Koran und nicht aus hier irgendwelchen Meinungen und nicht aus einer Sunna, die vielleicht nicht authentisch ist oder die mehrdeutig ist, sondern direkt aus dem Koran werde ich was herauslesen, was uns alle, inshallah, beruhigen wird, weil Allah sagt in dem Koran, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Das heißt, durch Allahs Erwähnung finden die Herzen die Ruhe. Allah sagt zu diesen Menschen, die öfters angegriffen werden, wirklich, also in dem Koran lesen wir in Surat Ali Umran 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Also wir müssen wirklich aufpassen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns hier erzählt. Er schickte uns diesen Koran, damit wir das begreifen, damit wir wirklich uns besinnen können, damit wir daraus was lernen können, weil er selber sagt, إذا ضاقت عليكم الدنيا فعليكم بالقرآن من جعله أمامه ساق قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. Das heißt, wenn die Dunya für euch zu eng wird, dann haltet euch an den Koran. Wer den Koran vor sich stellt, führt ihn ins Paradies. Und wer ihn hinterm Rücken schmeißt, der zieht ihn zur Hölle. Ihr hört mich nicht? Khair, inshallah. In Surat Ali Umran 110, wie gesagt, er sagt zu den Sahaba, ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entsandt. Und er sagt auch zu den Sahaba, die von vielen Menschen beschimpft werden und verflucht werden und angegriffen werden. Er sagt zu denen, und so machten wir euch zu einer Gemeinde der Mitte, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der gesamte Zeuge sei über euch. Und er sagt, Allah hatte ja wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war. Und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Und er sagt, die vorausgeeilten Ersten. Ich weiß, ihr kennt vielleicht diese Verse. Ihr hört, ihr habt sie auch von mehreren gehört. Aber vielleicht habt ihr das von mir vom ersten Mal gehört. Einer ist voreilig, möchte gerne wissen, ob ich Schiit oder Sunnit bin. Das wirst du, inshallah, heute erfahren. Sei nicht so voreilig. Die Leute, die sich dort jetzt in Heiligabend getroffen haben, sie haben genug Beschäftigung dafür, aber da hast du nichts zu suchen. Du bist ein Muslim, inshallah. Hab ein bisschen Geduld und hör jetzt, was der Koran sagt, wenn du ein Muslim bist. So, das sage ich dir nur. Also hör erstmal, was der Koran sagt, wenn du ein Muslim bist. So, der Koran sagt weiter,
Allah hatte ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum der Treueid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war. Und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Wortwörtlich ist so klar, dass Allah sie hier lobt. Ich verstehe nicht, wie kann man dagegen sein. Und sagte er wortwörtlich auch, und genau bezeichnete er sie, indem er gesagt hat, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereitet durch Eid von Bechern, der Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Hier lesen wir alle, oder beziehungsweise hier verstehen wir hier alle, wer was da anders versteht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesem Menschen das Paradies versprochen hat. Und Allah hält, was er verspricht. Allah sagt auch in dem Koran, und hier wahrscheinlich sind viele Muslime nicht auf diesen Vers gekommen mit ihrer Darlegung, wenn sie die Sahaba in Schutz nehmen wollen. Ich gebe hier eine Unterstützung für die Brüder, die wirklich ihr Leben dafür opfern, ab und zu, um uns, beziehungsweise um die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zu erklären, welche Menschen dort in der Zeit des Propheten gelebt haben. Er sagt, O Prophet, hier müssen wir aufpassen, O Prophet, deine Genüge ist Allah und auch derer von den Gläubigen, die dir folgen. Man sieht das schon hier. Das heißt, die Menschen, die Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefolgt haben, sagt Allah hier wortwörtlich, O Prophet, deine Genüge ist Allah. Aber nicht nur, sondern auch derer von den Gläubigen, die dir folgen. Wer waren das außer die Sahaba? Wer waren das außer die Sahaba? Keiner kann das Gegenteil sagen, dass das nicht die Sahaba waren. Und Allah sagt auch in Surat al-Anfal, Vers 64, den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinen Gesandten helfen. Das sind die Wohlhaftigen und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben. Lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Und sie ziehen sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, das sind wir, die Muslime. Sagen unser Herr, vergib uns und unsere Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben, unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Surat al-Hashr 8-10. Ich bitte alle Muslime, vor allem die Schiiten, diese Verse durchzulesen. Wenn wir überlegen, was wir dabei für eine Sünde begehen, wenn wir diesen Menschen angreifen. Allah sagt in dem Koran wortwörtlich hier, und Allahs Versprechen ist wahr. Er sagt, Allah hat diejenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss, also ganz gewiss, als Statthalter auf der Erde einsetzen wird. So wie er diejenigen, also wer sind das? Hier redet er spricht jemand an. Er sagt, Allah hat denjenigen von euch, wer von euch? Das sind die Gläubigen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren.